Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Steuerpolitik, Steuerrechtspolitik ist Standortpolitik. Wir werden uns heute in verschiedenen Entschließungsanträgen mit der Thematik befassen. Auch der Freistaat wird zum Thema Steuervereinfachung, Steuerentlastung für Unternehmen nachher noch einen Entschließungsantrag einbringen. Bei diesem Entschließungsantrag steht ein anderer Aspekt im Vordergrund, nämlich das Besteuerungsverfahren, die Entbürokratisierung von Besteuerungsverfahren als Aspekt der Vereinfachung im Steuerrecht. Wir legen eine Initiative vor, die einen 7-Punkte-Plan beinhaltet. Denn Bürokratie bindet Ressourcen der Unternehmen und wirkt daher insgesamt wie eine Wachstumsbremse. Vor diesem Hintergrund begrüßt auch die bayerische Staatsregierung ausdrücklich das zwischen CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Bürokratieentlastungsgesetz 3. Bürokratieabbau ist aber eine Daueraufgabe, deren langfristige Wirkung auf die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes nicht unterschätzt werden darf. Es wäre daher zu wenig, sich lediglich auf die Reduzierung von Statistikpflichten zu konzentrieren. Die bayerische Staatsregierung ist der Auffassung, dass ein weiterer Schwerpunkt beim Bürokratieabbau im Steuerrecht selbst liegen muss. Betracht kommen daher folgende Maßnahmen. Ich möchte 7 Maßnahmen vorschlagen. Erstens, Aufhebung des Zwangs zur Abgabe monatlicher Umsatzsteuervoranmeldungen für Existenzgründer. Unser Ziel ist es, für Existenzgründer die allgemeinen Regeln gelten zu lassen, für welche Zeiträume Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben sind. Zweitens, Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für Buchführungsunterlagen. Unsere Forderung lautet Verkürzung von 10 auf 8 Jahren, was immerhin eine Reduzierung um 20% darstellen würde. Und schon eine Reduzierung um nur 2 Jahre würde für vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen eine erhebliche Entlastung im Vorhalten dieser Unterlagen bedeuten. Mit Blick auf große Unternehmen mag das organisierbar sein, aber gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen stellt dies wirklich einen Aufwand dar, der reduziert werden kann, ohne dass die Interessen des Staates bezüglich der Besteuerung dabei in Mitleidenschaft gezogen werden. Drittens, Erleichterungen bei der digitalen Vorhaltung von Buchführungsunterlagen. Hier bereitet ein Problem vor allem die Gewährung des Datenzugriffs für die Finanzverwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen, die selbstverständlich notwendig sind. Aber das Problem besteht eben darin, dass ein sehr hoher Aufwand entsteht, wenn alte Speichersysteme weiterhin vorgehalten werden müssen, obwohl schon neue Systeme installiert sind. Ein Doppelaufwand für die Unternehmen. Unser Vorschlag lautet daher, dass die Datenzugriffsgewährung sich beschränken sollte auf die Überlassung von Datenträgern, nämlich jedenfalls nach Abschluss einer Betriebsprüfung und auch nach einem bestimmten Zeitraum, wenn ein neues Buchführungssystem eingeführt wurde. Ein guter Kompromiss zwischen den Vorschlägen, zwischen den Interessen der Verwaltung, der Steuererhebung und andererseits der Unternehmen. Viertens, Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 Euro. Seit Jahresbeginn können geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. Leider ist man bei dieser Anhebung im letzten Jahr unter Entbürokratisierungsaspekten auf halbem Weg stehen geblieben, denn eine GWG-Grenze von 1.000 Euro eröffnet die Möglichkeit, die Regelung zum Sammelposten für die Zukunft komplett zu streichen. Fünftens, mehr Flexibilität bei der Festlegung des Wirtschaftsjahres für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Auch ein Aspekt, der mit einem leichten Federstrich des Gesetzgebers zu viel Entlastung bei den Unternehmen führen würde. Es geht um das abweichende Wirtschaftsjahr in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben vom 1. Juli bis 30.06., was natürlich zusätzlichen Aufwand bedeutet bei der Erstellung von Umsatzsteuererklärung und anderem. Denn bei anderen Unternehmen ist das Wirtschaftsjahr in der Regel das Kalenderjahr. Diese Umstellung wäre daher sehr wünschenswert und wird für uns
von uns gefordert. Sechstens die Wiedereinführung des Freibetrags für die Forstwirtschaft. Es ist nämlich ein Ärgernis, vor allem für die Waldbesitzer, die Notwendigkeit zur Versteuerung von Brennholzentnahmen, auch wenn man ansonsten keine Einkünfte aus der forstwirtschaftlichen Nutzung erzielt. Bei der Reform der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen zum 01.01.2015 wurde der Freibetrag nämlich seinerzeit gestrichen. Führt also zu Aufwand, wenn man im Grunde keinerlei Umsätze hat, aber dennoch die Entnahme logischerweise zu versteuern hat. Deshalb fordern wir die Wiedereinführung des Freibetrags mit gleichzeitiger Anhebung auf 1.800 Euro. Und siebtens und letztens Umsatzsteuerpauschalierung bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben soll erhalten bleiben, nämlich Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe werden grundsätzlich mit 10,7% Umsatzsteuer belastet. In gleicher Höhe kann ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, sodass im Regelfall keine Umsatzsteuerzahllast entsteht. Es betrifft in Deutschland rund 275.000 landwirtschaftliche Betriebe, von denen 181.000, also 66%, Umsatzsteuerpauschalierung anwenden. Das Problem besteht darin, dass die EU-Kommission diese Regelung nicht mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie für vereinbar hält, da diese Pauschalierung eben nicht nur Kleinbetrieben, sondern allen Betrieben, auch größenunabhängig, eben gilt. Deshalb droht das läuft das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Deshalb müssen wir schnell handeln, um die Kommission von der Vereinbarkeit der Umsatzsteuerpauschalierung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu überzeugen. Alles in allem also 7 ganz konkrete, praktische Vorschläge zur Entbürokratisierung im Steuerrecht, die einen guten Ausgleich zwischen den Besteuerungsinteressen des Staates, aber gleichzeitig den Vereinfachungsinteressen der Unternehmen darstellen, eben weil die Entbürokratisierung im Steuerrecht ein wichtiger Standortaspekt für Deutschland insgesamt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister.